Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Pokémon gefangen, haben jetzt einen Stand von 75 Pokémon und ja, ich habe mir gedacht, machst du mal heute wieder die Arena, ne? Die fünfte Arena, Fair Ballet Stadion oder Stadion halt, ne? Ich vergesse es immer wieder. Ja. Ist war nicht sehr lange her, seit wir... Oh, Daniro, wer du willst jetzt kämpfen? Sag bloß, du hast schon 4 Arena-Orden. So langsam bist du mir ja richtig gefährlich. Beko. Gehört sogar... Morpeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Was? Moment mal, Morpeko. Willst du mir etwa sagen, dass du Daniro magst? Das ist unser Gegner in der Arena-Challenge. Ist dir das klar? Na schön, was soll's. Weißt du was? Ich gebe dir meine Liga-Karte. Okay. Das ist die Liga-Karte von Mary. Sie ist als Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Schließlich haben es außer uns nicht viel so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena Challenge als Gegner, klar? Okay. Wir sind da noch ein paar Leute. Hey, ich bin Balduin. Diesen Blick in den Augen kenne ich. Du bist verliebt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Was? Woher weißt du das? Ach ja, ich habe meine Klamotten ein bisschen geändert, falls ich das noch nicht aufgefallen ist. Ein Superball sorgt dafür, dass sich Pokémon leichter fangen lassen, wenn sie ihr Geschlecht von dem deines Pokémon unterscheidet. Schon faszinierend, was alles in so einem Pokéball steckt, oder? Ja. Pink. Spielt sie damit auf dem Typ Fee an? Boah, ehrlich? Das sieht echt stark aus. Was soll das mit den Quizfragen? Für uns geht es hier um das Ganze und sie verplempert unsere Zeit mit Spielchen. In letzter Zeit reden die Leute immer mehr von dir, Daniro. Okay, aber was denn? Ah, jetzt machst du vielleicht ein Makabaya, ja, dass du hier in Galar gefangen hast. Ja, willst du es gegen mein Makabaya aus einer anderen Region tauschen? Ja, das auch schade. Den ganzen Tausch, den mache ich irgendwann später. So. Unser Team. Ich würde mal sagen, Igni packen wir als erstes. Und ich glaube, ich nehme den Glücksrauch mal raus, weil irgendwie habe ich so viel Geld und ich weiß nicht, was ich damit ausgeben kann, irgendwie. Was ich kaufen soll oder so. Ich habe ich irgendwie. Weiß ich nicht. Gute Frage, was gebe ich dir denn? Habe ich irgendwas, was Bohnenattacken verstärkt? Ja, 4 Stück sogar. Keine Ahnung, ich habe irgendwie so viel Geld. Wie viel hatte ich jetzt? 50.000 und das, nachdem ich ein paar Sachen irgendwie gekauft habe, so. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe so 100 Bären oder so gekauft. Ja. Einige hier auf ich auf 100 gebracht und ja, irgendwie brauche ich nicht so viel Geld. Also ja, würde ich sagen, habe ich Tränke und so was alles. Ich glaube, da habe ich auch aufgestockt, ne? Ja. Gut. Wie sagen, gehen wir mal da rein. Unser Team ist jetzt nicht so optimal gegen den Typ Fee gewappnet, aber sollte schon klappen. Komm, Arena Challenge, möchtest du in unserer Arena Stadion antreten? Ja. Wenn ich dich zuerst bin in der Umkleide, bin in eine Umform anzuziehen. Mach dich auf die Arena, müssen auf eine etwas anderen Art gefasst. Dieser Test wird zeigen, was wirklich in dir steckt. Dann komm mal. Nummer 200. Dein Ofen steht dir wirklich ausgezeichnet. Bist du bereit? Dann kann es losgehen. Alles klar. Dann zeig mal, was du drauf hast. Da steht sie ja schon. Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Na, sei es drum. Ich kann ja meine Uniform nicht ändern. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meinen Nachfolger als Arena-Leiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Vielen Dank, Kinderspiel. Du wirst schon sehen. Es gibt nur einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Startwerte des Pokémon, das du gerade für dich Was? Dafür hören sich seine Startwerte haben, auch wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Feen Pokémon verfügen über eben unerklärliche Fertigkeiten. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie stark du wirklich, wie du dich schlägst, Kindchen. Okay, ich habe mich nämlich gefragt, weil in der 7. Arena von Kanto, jedes Mal, wenn du eine Frage daneben haust, musstest du gegen jemanden kämpfen. Aber du konntest ja auch richtig beantworten und trotzdem auch gegen jemanden kämpfen. Also, so was mag ich nicht. Also,
du tust eine Frage richtig beantworten und dann lässt sozusagen mit sozusagen ein Kampf ausgelassen. Das wäre ein bisschen doof. Also finde ich das gut, dass das so abläuft. Also dann, wir wollen noch mal sehen, ob du das Zeug zum Feenarena-Leiter hast. Okay. Keine Fragen anscheinend. Und wahrscheinlich danach. Alles klar. Ich werde jetzt nicht noch von meinem Starter die Werte erhöhen, ne? Also Nitro-Ladung. Oh, war schon am Nachdenken. Oh. So. Bitterkuss. Oh nee. Oh, sollte ja funktionieren. Verwirrte Pokémon scheinen ja. Frage? Jetzt die Schwachstelle von Feen-Pokémon. Gift. Aber Gift sind effektiv gegen Feen-Pokémon. Ach, im Kampf wird das dann gemacht. Ich warte dauerhaft, so während ich in der Arena bin oder so. Warte mal, war eigentlich jetzt nicht so gut. Okay, gut. Ich glaube, ich wechsle aber Igni aus. Big Tox. Hat aufgelevelt. Sabione. Ja, was setze ich denn da ein? Ja, Big Tox, ne, geht halt nicht anders, glaube ich. Versuchen wir mal. Ich kann Lauch nicht einwechseln. Der kriegt voll auf die Fräse. Weil das Kampf. Ein Kampf ist irgendwie schwach gegen Feen. Also wenn ihr gegen, wenn ihr mal jemanden irgendwie verprügeln wollt, der will gegen euch kämpfen, ne, dann wirft einfach ein paar Feen gegen den Kopf. Energieball, auch perfekt. Ist nicht sehr effektiv. Ein Volltreffer, ja, natürlich. So, das tun wir mal ändern hier. So. Lichtschild. So, dann. Zauberblatt. Zauberblatt. Sag mal, bist du Pflanze? Nee. Trugträne. Mein Gott, wieder am Wabbeln war. Ich würde sagen, bevor wir dich erledigen, heile ich mich noch mal hoch. Jetzt sowieso. Gutes Timing, ne? Finde ich auch. Okay. Baumwollsaat, kein Problem. Mach Baumwollsaat nochmal. Ja, das ist eine Pflanzenattacke, deswegen funktioniert die nicht, oder was? Lauch ist hochgelabelt. Wenn man sich auf seine Fähigkeiten verlassen kann, ist fast egal, ob man richtig antwortet. Nicht übel, ich kann natürlich nicht von Papilla reden, aber meine Neugier hast du geweckt. Ist genau die gleiche. Ich bin eine zweite Gegnerin, eine vollkommen andere Person als vorhin. Mach dir keine Sorgen darüber, was bisher gelaufen ist, sondern konzentriere dich voll auf unseren Kampf. Juliana. Flauschling. Oh, du bist sowas von tot. Obwohl, ach, schon wieder. So, weiß nicht. Komm du mal, Raptor. Schaffst das schon. Scheint irgendwie nicht sehr viel stärker zu sein als letzte Arena-Leiterin. Mal gehen wir auch direkt in den nächsten Arena halt, ohne irgendwie zwischendurch was hinzupacken. Frage: Wie ist der Arena-Träger, gegen den du als erst gekämpft hast? Susanne, wunderbar. Trainer mir Susanne. Ich glaube, die ist irgendwie Julia oder so. Keine Ahnung, muss ich mir gleich mal angucken. Nochmal. Das erste Mal hat Raptor übrigens einsetzen nach der Entwicklung. Aus wie so eine Sprungfeder irgendwie. Wenn ich vorher irgendwie besser.
Schaufler. Bams. Oh Gott. Aber ich war schneller, ne? Also komm her, kopflos. Gut. Hat fast gar nichts gemacht. Erfahrungspunkt jetzt. Puffiness. Okay. Also was hier, Backtox, mach du das oder also du noch mal Igni. Hi, na. Bitterkuss. Ja. Okay, Nitroladung, sagen. Danke. Psychokinese. Oh Gott, zum Glück habe ich Dings nicht eingewechselt. So, geh weg bitte. Nein. Autsch. Dauert ich jetzt nicht selber kaputt wegen Verwirrung. Oh. Ja, voll weh getan, Mann. Oh. Dreck hier. Ja, den kann ich auch nicht reinpacken. Flora. Probier, du lässt mich nicht nach all dem hier heilen, ne? So, der sagt, mach nicht Bitterkuss. Oh, Flora war auch mal stärker irgendwie. Wenn es irgendein anderes Pflanzen-Pokémon gibt hier aus Gala, würde ich das übernehmen. Also nicht irgendwie bringt Flora nicht mehr so. So. Juliana ist die Aufmerksamkeit und Vorsicht sind das A und O des Überlebens. Alter. Keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen. Halte den Blick nach vorne gerichtet. Ich bin eine vollkommen andere Person. Jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, ob du das Potenzial hast, Papellas Nachfolger zu werden. Ich will doch gar nicht der Nachfolger werden, ich will der Champ werden. Ursel. Pilzebub. Oh Gott, was bist du? Fee und Unlicht? Oh, du bist an erster Stelle jetzt. Das ist nicht gut. Perfekt, Kehrtwende. Stimmt ja. Komm zu mir zurück. Lang, komm mal, du Lauch. War vielleicht sehr doof, aber mal gucken. Ja, versuch mal zu reißen, okay. Kniefalltrick. Meine Bezweifel und nicht, ne? Frage. Was setze ich morgens zum Frühstück? Was? Omelette? Na, ich habe eine Schwäche für Omelette mit Käse. Wo soll ich denn das herausfinden? Keine Ahnung. Seid drum mal. Und ja, ich habe jetzt eine Laufstange ausgerüstet. Ich durchfangen von ein anderes Porenta bekommen ab und ja, ich weiß auch, wie sich das entwickelt. Nur hat irgendwie umzusetzen ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das gibt's jetzt nicht. Da bin ich mal gespannt, wie das hier ablaufen wird. Oh Gott, als Fee-Attacke. Au. Aber ich habe eine hohe Spezialverteilung jetzt durch die Frage. Na bitte triff. Danke. Gardevoir. Gott. Ich glaube nicht, wenn wir einwechseln, dann kriegen wir voll auf die Phrase. Also, ach, du bist ja jetzt zur Hälfte Dings, ne?
Setzt zur Hälfte fähig. Vergesst jedes Mal. Ich bin noch verwirrt. Songklänge. Wie verfehlt. Oh, auch das noch. So, komm. Eins. Man wird in dem Kampf nichts, habe ich so Gefühl. Warum greifst du mich nicht an? Okay, meinetwegen. Reflektor, warum greift die mich nicht an? Die kann einmal Psychokinese einsetzen, ich bin weg. Das war ein Volltreffer. Verdammt! Ein zu wenig. Auf diese Entwicklung wäre ich aber auch nie im Leben drauf gekommen, ey. Vor allem, weil ich ja nicht die Lauchstange hätte. Also wäre so oder so noch schwieriger gewesen. Also ich hätte wahrscheinlich nie geschafft. Viele Rollen als starken Trainer, denn im Leben gewinnt der, der seine Rolle gut spielt. Die Arena-Mission für Forschungsgespräche zu verwenden ist etwas speziell, ich weiß. Aber naja, Papella ist schließlich auch ein wenig speziell. Na, kommt noch ein Trainer. So, okay. Dann gehen wir mal ins Stadion. Ne. Sehr Glückwunsch, du hast der Arena Mission bestanden. Ich bin schon gespannt, ob du es auch geschafft hast, die Arena zu überzeugen. Möchtest du jetzt zum Kampf herausfordern? Nee. Okay, ich muss erstmal hochheilen. Alles klar. Du bist hochgeheilt. Und du bist hochgeheilt. Alle werden hochgeheilt. Alle werden so hochgeheilt, Mann. Ja, komm. Du gedüht. Komm. Ich habe so viel Asche. So. Ja, alles klar. Machen wir. Wird schon irgendwie klappen. Ja. Ja, und dann hier lang bitte. Ich drücke die Daumen. Fünfte Arena-Leiterin. Dann komm mal. Schaffen wir schon. Oh, sie wartet schon da, okay. Wollte schon sagen, das wird ein bisschen dauern, wenn die den ganzen Weg auch laufen müsste. Meine Vorstellung mag es etwas zu spät sein, aber so sind eben die Gepflogenheiten. Ich bin Papella, die hiesige Arena-Leiterin. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Und die Größeprüfung in der Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit seinem Pokémon richtig umgeht. Los, jetzt Zeit. Arena-Leiterin Papella fordert dich heraus. Smogmog, das ist kein Feen-Pokémon. Stimmt, da gab es ja was. Eine neue Version von. Ja. Jemand, du bist dann Fee? Feuerball. Oh Gott, Level 36. Ich hoffe, das Ding ist nicht genauso tanky wie die Normalversion. Boom. Schlammbad. Frage, was? Sag mal, kennst du meinen Spitznamen? Verdammt. Die Hexe. Falsch, wie schade. Auch Mann. Habe mir schon gedacht, das wäre ein bisschen zu unhöflich, aber heute direkt ausgerechnet längens. Jetzt bist du schneller, ehrlich. Ich habe mir gedacht, wenn ich Zauberin. Egal. Stand hat in der Liga-Card von ihr drin oder was? Ich nehme an, ja, ne? Togekiss. So. Feuerball-Attacke. Oh nein. Oh Gott.
Jawohl. Ah, ich hätte meine Initiative nicht gesunken, ne, dann. Jawohl. Igni liegt sehr gut vor. Alarmlevel, Flunkkiefer. Du warst Stahl. Du kannst unmöglich schneller sein als ich. Oh Gott, aber das wird nervig. Feuerballattacke. Okay. Aber Igni ist ein bisschen zu stark für diese Arena. Man kann es alles im letzten Pokémon noch ändern wahrscheinlich. Okay. Jetzt war es noch sehr einfach. Ich sweep hier einfach so durch. Endlich fängt der Morgentier an zu wirken. Meine Müdigkeit ist wie weggeblasen. So, habe ich nicht gesehen. Fokusaden, hey. Das Ding könnte. Oh Gott. Das ist meine Lieblingsfarbe. Pink. Danach suche ich zwar einen anderen, aber das ist nicht meine Lieblingsfarbe. Was? Komm schon an. Ich so was von getippt, ey. So. So aufs Schlimmste gefasst. Das hättest du ein bisschen zu amüsieren. Oh. Oh Gott. Ja. Das ist ein riesiger Kuchen. Feuerball wird neben Leben das Ding. Oh, da kann man gar keine Animation. Verbrennung. Wow. Euch fehlt es an Pink. Hier ein Geschenk von uns. Deswegen habe ich dich Hexe genannt. Giga Lichtblick. Okay, wenn ich eins weiß, dann das Ding nicht so stark ist. Jedenfalls nicht so angriffsmäßig. Also ja, wird schon klappen. Hm. Die offensichtlichste Wahl war ja natürlich Big Tox, aber der hat schon mal die Arena irgendwie hier durch erledigt. Ich glaube, du wirst das schon schaffen. Selbst wenn das Ding ist verbrannt. Also so viel schief laufen kann eigentlich nicht. Dynamax. Ich könnte einmal das hier machen. Ne? Ich werde aber schneller sein, oder? Los, komm. Raptor. Geiger. Ne, nur Dynamax. Dynamax. Riesensprungfederschlange aktiviert. Komm mal her, weiß. Ich habe eigentlich genau die gleiche Form wie dieser Kuchen, merke ich gerade. Oh, das Ding weg. Und das war schon. Sehr gut. Ein Volltreffer, natürlich. Kuchen ist in die Luft geflogen. Okay. Das war ein bisschen einfacher als gedacht. Der Leiter im Propeller wurde besiegt. Yay! Ah? Ich fühle zwar ein Pink, aber du und deine Pokémon geben ein gutes Team ab. Okay. Das war nicht übel. Leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Sei nicht enttäuscht, Kindchen. Meine Vorstellungen sind da einfach sehr speziell. Mein siebter Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß vielleicht auch schon wo. In dieser Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Phenon hast du dir gewiss verdient. Ich frage mich, ob wenn man alle Fragen richtig beantwortet hätte, ob da irgendwie was anderes rausgekommen wäre. Welch ein Schild sehen, wenn die Fragen gleich sind. Da ist so ein fünfter Orden schon. Das Altpokémon ist einschließlich Level 45 fangen. Hier hast du noch eine Tem. Setze sie weise ein. Eviskos. Das heilt ein. Zu guter Letzt bringe ich noch etwas mehr Pink in dein Leben, und zwar mit dieser Uniform. Tu mir einen Gefallen, probier sie mal an. Ja. Feen-Uniform erhalten.
Da fällt mir auch gerade mal ein, da können wir gleich noch machen. Es ist kein Geheimnis, dass ich genieße, junge Leute wie dich in den Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Oh, wie sie hast du schon von Pella ein TM geschenkt bekommen. Sehr schön. Das nächste Arena-Stadion, zu dem du gehen sollst, befindet sich in Kirchester. Kirchester. Okay. Ich habe wieder neue Sachen zum Kaufen. Immer nur so ein Item oder so, das glaube ich neu ist, ne? So. Super Schutz, glaube ich, neu. Ja. So, wenn jetzt nirgends wer kommt, der ist wirklich total stark. Oh, da steht noch einer. Ich nehme auf Papillas Quiz sind Zauberin Lila. Frage 16. Ja, sie ist manchmal etwas eigen. Haha, 16. Selbst als Champion Papillas Ansprüchen nicht gerecht. Ist nicht pink genug. Was war denn die Antwort? 16. Ich wusste, hier kommt noch irgendwas. Warte, Kindchen. Ja. Die kommt immer so mitten aus dem Nichts. Ey. Ich muss noch ein paar Besorgungen in Claw City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so zurück nach Claw City. Na komm. Gerne. Na komm. Noch mal ein andermal an. Weil immer, wenn ich gerade so aber dazwischen packen will, kommt noch mehr Story-Cutscenes. In Klasse, die ist immer so schrecklich staubig. Das hält doch kein Mensch aus. Und gut, einige wenige Pokémon mag das ja gefallen. Also sei es drum. Also mit ihr haben wir wieder voll viel Szenen, aber mit der letzten Arena-Leiter nicht. So, und irgendwie ist irgendwie nichts passiert. Gut, dann warte mal, jetzt eine Boutique irgendwo in der Nähe. Ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Nein, boah. Ach, falsche Stadt. Weil ich jetzt gedacht habe, war Dings, wisst schon, oder? Nee. Nee, ist die richtige. War nicht mal Boutique irgendwie? Ist schon ja falsch. Muss ich mal nämlich ganz kurz umziehen. Ich hoffe, es kommen keine Cutscenes noch zwischendurch. So, hier war das dann, ne? Ja, weil dieser eine Typ in Fair Valley hat doch irgendwie gesagt, der will Feuer sehen. So, wir können auch mal die ganzen Dings hier angucken. Ne? Das ist jetzt natürlich blöd, dass ich nein, ich das jetzt extra machen muss und mich dann noch mal umziehen muss danach. Aber ich hoffe ja, lohnt sich hier. Ja, stimmt, aber da ging es irgendwo nicht raus, irgendwie von der anderen Seite. So, aber ich habe mich umgezogen. Ups, so wie du wolltest. Man weißt du, so gut ein Aufzeichnen, dass mein Bohlen Leidenschaft verkörpert. Am besten ein Design, mit dem man das Gefühl lässt, Feuer zu spüren. Ha. Fehlt dann hier noch? Muss ich noch irgendwie einen Hut tragen oder irgendwie so? Warte. Oh, da kommt es mich schon wieder an. Na gut, dann war es halt eben für diese Folge. Weil nicht. Dann irgendwann mal so versuchen hier noch so einen Hut oder irgendwie so zu kaufen. Ja, ich sehe ja schon, was da los ist. Ey. Da wartet doch schon wieder jemand auf mich, Mann. Sind meine Pokémon eigentlich? Ja. Mann, ihr seid so stark, ey. Cool, warum müsst ihr immer auf den gleichen Level wie Igni? Ein bisschen zu viel, wenn du mich fragst. So. Will ich mich auf Screen noch mal umziehen, aber vorher irgendwas wollte ich machen. Ja, umziehen, aber da mache ich auf Screen gut. Wir sagen, wir schauen uns dann hier weiter um, weil hier scheint es ja irgendwie weiter zu gehen, ne? Und ja, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.